was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie wir gerade, ich hoffe, man kann es erkennen, also hier, das hinter mir ist Dortmund, da hinten ist der Dortmunder Hauptbahnhof, da geht es in die Dortmunder Innenstadt. Wir sind nämlich heute in Dortmund und Leute, wir drehen ein weiteres Street-Video. Ich habe mir mal überlegt, es gibt ja dieses MSK-Spiel, was die meisten YouTuber spielen und ich habe vor, heute zu Passanten zu gehen und die mal zu fragen, wen sie heiraten würden, wen sie smashen würden und wen sie halt umbringen würden, also killen würden. Heute ist sogar der CSD in Dortmund, also wenn ihr das Video seht, wir sind hier gerade auf dem CSD. Wir haben das so, ich erkläre euch jetzt mal, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Wir haben hier zwei Dosen. In der blauen befinden sich die männlichen YouTuber-Influencer und in dieser 5-Gramm-schwarzen Dose befinden sich die weiblichen YouTuber-Influencer. Wir gehen zu Passanten und dann dürfen sie aus der beliebigen Box, wo sie wollen, natürlich ziehen. Das ist jedem freigestellt, was für ein Geschlecht er bevorzugt. Und dann haben wir dementsprechend auch Schilder. Dann suchen wir genau diese drei raus, die gezogen wurden. Wenn sie ihn nicht kennen, ist auch nicht ganz so schlimm, denn es geht darum, wie wenn sie es vom Äußerlichen her, also typbezogen, weil ich als YouTuber kenne jetzt auch nicht jeden. Ich würde sagen, wir labern nicht lange rum und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit dem Video. Wir suchen jetzt die ersten Personen. Let's go! Let's go! So, wir haben die erste Person gefunden. Wer bist du? Ich bin Alex. Hallo, ich bin Melly. Hi. Hi. Na? Also das Spiel habe ich dir bereits off-cam erklärt. Ja. Hier haben wir, wie gesagt, einmal weibliche YouTuber-Influencer und hier einmal männliche. Du kannst jetzt einfach drei... Bitte. Warum? Also hier sind die weiblichen, ne? Ja. Ich zieh schon mal, by the way, dann schon mal raus, falls du... Dann kannst du direkt mal vorlesen. Ich tu mal das Mikro hier so direkt hin. Mois. Mois? Okay, warte. Kenn ich nicht. Kannst du dir jetzt direkt ein Bild zeigen? Wenn ich ihn finde. Lass dir Zeit. Kannst ruhig laufen lassen, ich kann schneiden. Ich hab gelernt, wie man cuttet. Das ist gut. Die meisten können das nicht. Ja, das finde ich auch immer traurig. Ich habe ihn direkt gefunden. Oh mein Gott. Und das hier ist einmal Mois. Kann ich dir schon direkt das geben? Boah, kennst du gar nicht. Zweite Person? Aus die Glossi. Okay. Ich kenne niemanden. Wen guckst du denn so eigentlich, wenn du so YouTube schaust? Turnier? Ja. Schade. Ja. Wer hat sich hier die dritte Person jetzt auch nicht? Ich blamier mich hier. Ach, die kenne ich. Okay, und die dritte Person? Okay, die dritte Person. Leo Mannis kenne ich auch nicht. Das ist voll doof, jetzt kenne ich die alle nicht. Jetzt musst du dann nur nach dem Aussehen. Das ist aber so richtig so, ich weiß nicht, so eingebildet irgendwie. Ein Bild von Aussehen. Das ist trotzdem blöd. YouTuber Schrägstrich, TikToker Schrägstrich in der. Nein, okay. Warte, was? Okay. Ich glaube, ich würde. Jetzt versteh aber mal, wie muss sich ein YouTuber fühlen, der die meisten Leute vielleicht auch privat kennt? Oh, das ist richtig mies. Das ist, glaube ich, nochmal so eine andere Situation. Ja, irgendwie schon. Die kenne ich halt gar nicht. Wenn ich die jetzt nur vom Außen, dann würde ich sagen, ja, die fick ich jetzt. Den heirate ich. Soll ich dir vielleicht mal verraten, was für Content die Leute machen? Ja, bitte. Okay, er macht so in die Richtung, also ich würde es jetzt nicht gewalttätige Videos nennen, aber Mois ist so einer, der ist auf der unterhaltenden Basis. Also der macht auch so Videos zum Beispiel richtig oder Nackenschelle. Achso, also das okay. Ist halt so dieser andere Content. Ossi Glossi, ja, ein YouTuber eher, also YouTuber, Schminkvideos. Ja. Okay. Und Leo Baileys kenne ich halt eigentlich nur aus dem TikTok-Bereich. Ja. Also der Bereich, der mich eigentlich so null fasziniert. Deswegen mache ich auch nie TikTok. Aber das so grob zu den Personen, was sie so im Internet machen. Ah, okay. Dann würde ich ihn, glaube ich, heiraten. Können wir helfen mit Schminken? Ja, ja. Also, es ist eine logische Begründung. Das ist praktisch. Man muss ja auch irgendwen haben, der ein ganzes Leben irgendwie ja sein Aussehen bewertet oder sagt so, das kannst du noch ändern oder das sieht gut aus. Ja, und so jeden Morgen so, Schatz, schmink mich mal. Das ist eine gute Begründung. Ja. Sehe ich genauso. Oh, wen will ich hier ficken? Ja, was soll ich sagen? Oh Gott. Ja, wenn du jemanden, da steht jemand, wen willst du ficken? Eins oder zwei? Digga, wen willst du hier ficken? Beide! Nein! Ein Dreckdreier zum Reiten. Wer wäre denn jetzt so gar nicht von den beiden entfallen? Oh Gott. Ah, Hilfe! Das ist richtig eingebildet, aber ich würde ihn töten. Du willst ihn töten, okay? Ja, ich habe keine Ahnung. Findest du? Also, ich könnte dir mal ein Bild zeigen, wie er ohne Brille aussieht, aber. Das ist eigentlich egal. Ist es die Brille oder was ist es? Ist es allgemein? Ah, keine Ahnung. Hast du keinen? Okay. Keine Ahnung. Der Charakter! Ich kenne ihn ja nicht! Ich hab alles schon versaut, was macht der auf YouTube? Nein. Und sie würdest du daneben dementsprechend ja smashen halt, ja. Ne? Ja, okay. One Night Stand geht immer. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Ist mega, mega cool. Okay, wir haben jetzt die nächste Person gefunden. Wer seid ihr? Lea. Kira. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt aus einer ziehen, ihr könnt aus beiden ziehen. Insgesamt drei an der Zahl.
Okay, habt ihr drei? Ja. Perfekt. Dann macht die mal auf und liest mal vor, wer da drauf steht. Jana Riva. Okay, Jana Riva, wen haben wir da? Mo mit 3 O. Ja, das ist Kumpel von Revi. Vielleicht kennt ihr Revi. Ja. Ja, das ist ein Kumpel von dem. Und? Julia Beauty. Ja. Julia Beauty X. Alles klar. Ihr könnt euch jetzt jeder für sich entscheiden, wen ihr, ihr wisst was, wollt. Okay, Lea, fang an. Also als erstes, also bei Mary würde ich Mo nehmen. Ja. Bei Kiss Julia und bei Kill Jana. Weil du sie am wenigsten kennst oder so von den dreien oder was ist die Begründung, warum du sie killen würdest? ist immer so, es tut mir leid, warum ich das gesagt habe, aber nein, aber hast du da eine Begründung oder? Ja, eigentlich musst du ja eine Begründung haben. Was hast du da für eine Begründung dir überlegt? Ich weiß nicht, so sie ist halt eben so am wenigsten so mein Typ und keine ja? Ahnung. Okay, und da hast du gesagt, den würdest du heiraten, war das richtig? Ja. Genau, und sie würdest du smashen. Hm? Julia, du weißt Bescheid. Okay, ja, okay, und du? Ich würde Kiss bei ihm nehmen. Bei ihm, ja. Hier Mary und hier Kill. Ja, aber Kiss haben wir als Smash, ne? Also. Wir haben nicht das Kiss wie Küssen, sondern das Smash wie Fuck. Da wollte ich nochmal. Da wollte ich nochmal sagen. Warum? Ich wollte es noch mal erwähnt haben. Ja, dann drehe ich das doch noch mal um. Dann mache ich das so wie sie. Ja? Dann mache ich das so wie sie. Okay, dann machst du so wie sie. Und deine Begründung ist ähnlich wie sie, oder? Ja. Ist ähnlich, okay. Ja. Also, falls diese YouTuber, was ich nie im Leben glauben würde, das sehen sollten, ihr wisst Bescheid. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Lisa. Und hallo, Lisa. Und Dana. Und Dana, die grüßen wir auf jeden Fall beide, wenn die sich das Video ansehen. Wer ist Chuck Cussell? Das war's eigentlich schon. So, jetzt haben wir hier die nächste Person. Du bist? Toni. Genau, kenne ich schon vom CSD Köln. Jetzt sind gleich 3 männliche YouTuber. Ja. Wenn du irgendwie eine Frage hast, was derjenige an Content macht, stell mir die ruhig. Okay. Gut. Wunderschön, aus einer Butterbrot. Okay, da passt kein Brot rein, aber scheiß drauf. Aus einer Tomatendose. Warte. 1. Wie viel muss ich ziehen? 3. Ach, stimmt. Harry, fuck. Und Kill, ne? Und Kill. Okay, hab. Du hast. Fabi Wunderland. Fabi Wunderland, ja. Mois. Mois. Wir haben schon wieder Mois. Und Tana Black. Oh. Das Ding ist, ich kenne nur Monte. Okay, du kriegst jetzt aber trotzdem von allen Bildern. So, wir haben jetzt nach langen Suchen die 3 gefunden. Schöne Schilder, habe ich auch 4 Stunden dran gesessen. Danke nochmal dafür. Okay, fang mal an. Also, ich denke, ich kille Mois. Mois? Ist die Brille so unattraktiv oder warum? Ja, keine Ahnung, ich finde ihn einfach nicht so. Findest du einfach, okay? Nein. Also nicht dein Typ vom Aussehen her, okay? Nee. Dann will ich, Monte will ich, fuck und, Fabi, Mary. Vor allem wir so oft kämen, niemand würde Monte fuck, ne? Aha. Hast du eben noch gesagt, ne? Da ist das perfekte Beispiel. Okay, noch irgendwie Fragen, weil du kanntest ihn, glaube ich, vorher nicht, ne? Nein, ich kannte ihn auch nicht. Mois macht so eher so diese aggressiven Videos, so nicht lachen oder Nackenschelle. Oder nicht lachen oder Pumpkin. Was macht Fabi für Videos? Was macht er für Videos? Also ich kenne ihn hauptsächlich auf Instagram. Aber er ist cute. Ich glaube, er macht TikTok. Aber er ist cute. Das ist schon mal gut. Also hast du auch gesagt, Mary. Mary, kill fuck. Also Monte fuck, den kill und dann... Hier nochmal alles eingeblendet. Danke auf jeden Fall. Willst du noch irgendwen grüßen? Dein Instagram? Mein Instagram ist toni.noah und das A durch ein X ersetzen und ein Unterstrich. Und grüßen willst du keinen? Ich grüße... Jetzt grüße ich erstmal die komplette Mannheimer Clique. Ich grüße Julian und Liam. Gut, wird gegrüßt. Und da hinten ist irgendwo die Parade. Will man da hin? Irgendwo, ja. Man sieht sie nicht, aber... Man sieht sie nicht, aber da kommt gleich was. Parade hat auch nur 2 Wagen gefühlt. Das ist ja nicht wie Köln. Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst und... Kein Problem. So, wir haben hier die nächsten beiden. Wer seid ihr? Katharina. Und Magdalena. Ich gebe dir jetzt einfach mal, das sind die männlichen und das sind die weiblichen. Wen hast du denn da? Heiko Lachmann. Das passt ja gerade mega. Warum hast du dich rübergezogen? Ich weiß es nicht. Aaron Troschka. Aaron Troschka oder auch Hey Aaron, ja genau. Und du hast? Ich habe Julia Beauty X. Und Julia Beauty X. Okay, haltet die nochmal hoch. Also zeigt die nochmal. Genau. Einmal Julia, Heiko und Aaron. So, wen würdest du heiraten? Heiraten? Den Heiko. Also das war ja so abzusehen, dass sieht ein blindes Huhn wie ich. Genau. Ja, wen würdest du smashen oder fuck? Julia. Ah.
Ja. Ja, und dann dementsprechend A und Kill. Warum? Ich weiß nicht. Mann. Content kacke, Aussehen kacke, was ist kacke? Ich weiß nicht, also ich gucke manchmal seine Videos, aber... Die sind auch unterhaltsam. Aber er wäre jetzt kein Typ, mit dem du ein Leben verbringen würdest, den du auch mal eine Nacht ertragen. Ist auch anstrengend, Aaron, tut mir leid. Ja, und bei dir? Ich würde Heike auch heiraten. Ja. Fuck, auch Julia. Ja, also okay. Dann genau gleich. Wahrscheinlich auch die gleiche Begründung wie sie, oder? Ich kenne ihn einfach Aaron nicht. Halt nicht, ne? Also sie kennt Aaron, by the way, nicht, aber die anderen beiden kennst du. Ja. Ja, okay. Aber ihr habt mir beide schon off-cam erzählt, ihr mögt Roman lieber. Ja. Die waren ganz traurig, dass er nicht in meiner ganzen Sammelbox dabei war. Also wenn Roman dabei gewesen wäre, sofort Mary und Fuck, ne? Ja, genau. Ja. Alles klar, wissen wir Bescheid. Dann danke ich euch auf jeden Fall, dass ihr da mitgemacht habt und wollt ihr euch mal grüßen? Nee. Alle so still heute, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab hier, okay, das muss man, also, ja. Dann wir die zweite. Okay, ich bin wieder. Hier ist das. Okay. Ah, ich bin Mary. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich habe hier jetzt noch beide. Was? Am besten beide Geschwister. Oh, ich mein T-Shirt raus. Wir sind keine Geschwister. Nein, wir sind keine Geschwister. Zu meiner Linken haben wir hier Shalom. Shalom. Ding dong. Punkt. Dings. Ich habe die beiden auch überredet, ihr kriegt das Spiel Mary Fuck Kill zu spielen. Ja. Yay. Ja, genau. Ich habe hier einmal eine Box mit weiblichen YouTubern und Influencern. Ja, danke. Eine mit männlichen, würde ich immer. Bist du auch weiblich, ja? Ja, bitte. Ihr zieht jeder drei Namen, würde ich sagen. Okay, dann fangen wir mal an. Oh Gott. Eins, zwei. Warte, bevor du die aufmachst, dann kann ja. Ja. Wissen noch. Mein Gott, wer wird es sein? Wer wird es sein? Welche heiße Stücke? Oh Gott. Okay. Erster Name. Am Ende, ich kenne die alle gar nicht. Rebecca Wing, oh. Ich weiß schon mein Kind. Sandra von Kongcrafter. Absolut kein Plan, wer das ist. Willst du gleich ein Bild sehen, aber teilt hier. Wir brauchen Bilder ganz dringend. Julia Beauty. Heißt das Beauty X? Ja, das schreibt man so. Aber es wird so gesprochen, wie du es sagst. Ja. Julia Beauty X. X later. Kenn ich auch nicht. Und Leo Bay. Oh, die ist cool, die ist nett. Okay. Ich glaube, ich habe Lena Vanille. Ah. Oh, ich weiß schon alles. Okay. Mary tue ich sie, ich weiß nicht, wie sie heißt. Julia. Fucken tue ich sie. Und killen tue ich sie. Was hast du da Begründung? Ich möchte eine genaue Begründung, warum. Naja, ich kenne die ja alle nicht, aber sie sieht nett aus, sie sieht noch netter aus und sie sieht komisch aus. Das ist eine sehr, sehr logische Begründung. Okay, ja, das ist jetzt nochmal toll, aber bei dir. Mary. Das ist einfach. Ja, Fuck. Ich kenne die nicht, aber sie sieht ganz freundlich aus. Und Kill, weil es einfach. Ja, ist halt so, das ne? Kann ich doch nicht auf YouTube. Ja, musst du mit diesem mit dem Schlipper drüber machen, ne? Ja. Okay. Ich kann jetzt mein Geräusch drüber machen. Weil wir können selbst synchronisieren, den Flipper. Warte. Eins davon. Okay, weil es einfach sieht aus wie meine. Okay, dann danke ich euch. Legt die Rüsche unten wieder hin. Ich will legen. Nicht schmeißen. Genau, jetzt könnt ihr beide wieder verstehen. Du bist? Emily. Busse. Ivy. Perfekt. Männlich oder weiblich? Weiblich. Männlich. Okay, dann. So, dann fangen wir mal jetzt mal hier von hier an. Assi. Willst du meine Story übernehmen? Willst du was Schönes meine Story? Nein? Nein. Also ich habe Fabi und Wanderer. Vic und Mo. Jule von Concrafter. Dalia. Joyce ELG. Ich habe Melina Sophie. Bibi. Und Kenny Mrs. Smith. Okay, perfekt. Mal kurz hier unten. Das war's jetzt bei Mellys Welt. Bibi will es auf jeden Fall töten, da sie sehr unsympathisch auf mich wirkt. Auf was für bezogen was macht sie unsympathisch? Also welche. Ich finde ihre Videos auch generell nicht toll, ihre Art. Ihre Art, okay, ja. Melina Sophie will ich auf jeden Fall heiraten, weil sie ist eine echt tolle Person. Sehr sympathisch. Und Kelly Miss Wheeler will ich auf jeden Fall küssen. Oh!
ich küssen. Ficken. Ficken. Ja, das wird's auch, wenn ich küssen kann. Ficken. Du willst mich ficken, Mann. Ja. Okay. Also ich würde Dalia töten, weil ich mag sie nicht. Joyce würde ich heiraten. Und Jule würde ich ficken. Armer Komplotter. Armer Luca. Der fragt sich auch, was Jule mit anderen treibt. Okay. Also ich würde Dani würde ich töten, weil ich ihn nicht mag. Hat der auch in der Art oder so? Oder? Ja, weißt du, ist mir irgendwie unsympathisch. Ja. Dann ist Fabi. Fabi Wonderland, ja. Den würde ich heiraten und... Oh, dementsprechend. Mo würde ich küssen. Ja. Ficken würde ich küssen. Sag alle küssen. Danke, auf jeden Fall. Ihr könnt ihr da wieder hin. Warte. Ja? Folgt mir alle auf Instagram. Okay, damit würde ich sagen, war's das. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigt es mit einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Alle Daten sind nochmal unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt ihr zum Outro und ich würde sagen, bis dann, bleibt dran, hat Spaß daran, euer Mädchen. Ciao.